So, Mahlzeit, ihr Knubbelbrüder Knochen wieder hier. Jetzt gebe ich mal nochmal ein kleines Fazit zum aktuellen Patch oder zur aktuellen Version von Assault Bots ab. Es ist tatsächlich nicht mehr so unterhaltsam, wie ich es ursprünglich noch im Kopf hatte. Ich bin ja kurz, hab mal ein paar Runden gemacht, ne, und dachte mir so, irgendwie läuft es einfach schwierig, ja. Ich habe ständig diese komischen, so ein Walker. Ich habe nämlich gesehen, wie sie, welche darüber beschwert haben. Diese scheiß Walker machen alles kaputt, ja, meinte jemand. Und das war auch genau das Ding, was mich ständig umgesammelt hat und so. Hier am Anfang zum Beispiel. Da fängt schon an. Ich lande und habe noch die Hälfte an Leben. Und das Leben wird nicht aufgefüllt. Denke ich mir, wieso lande ich so? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin ja gerade erst ins Spiel rein und bin schon zur Hälfte beschädigt, ja, und kaputt. Das war schon das erste Ding, wo ich mir dachte, was soll der Blödsinn? Was soll dieser Blödsinn? Und diese Walkerbots sind wirklich echt extrem. Ja, die machen alles kaputt. Und jetzt habe ich nochmal Steam nebenbei aufgemacht. Und von sehr positiven Bewertungen ist es jetzt runter auf ausgeglichen. Das heißt, mehrere negative Bewertungen reingekommen. Wie zum Beispiel einer meinte, okay, die Entwickler haben den großen Robotern unheimlich viel Leben gegeben und den kleinen Robotern ziemlich wenig, sodass man teilweise mit einem Schuss weggesprettert wird. So, ne? Und da denke ich mir auch, ja, in anderen Worten, kleinere Bots spielen gegen große Bots mit mehr geskillten Spielern, ja, also die mehr Fähigkeiten haben oder besser dran sind. Und das nächste, was ich gelesen habe, ist, dass da macht auch jemand, der da ist jemand, der zum Beispiel auch Namen nennt, dass es voll mit Cheatern sein kann. Ich dachte mir nämlich auch, ey, der cheatet doch. Ey, man kann doch nicht mit so einem kleinen Walker erstmal halbe Lichtgeschwindigkeit sich nach vorne bewegen. Da knallt er so ein bisschen auf dich rauf. Du hast das Gefühl, der schießt eine Million Schuss in der Minute ab, ja. Ja. Und das ist nicht einfach nur brr, sondern es ist richtig. Da denke ich mir, kann das sein, dass so ein kleiner Pupsbot, ja, so einen mittelgroßen oder auch einen großen Roboter, den ich dann spiele, einfach so wegfetzt. Kann mir kaum vorstellen. Ja. Oder er muss ständig zwischen den Tasten hin und her, ja, Nahkampf oder Sekundärgeschütz und dann ein einfaches Geschütz und so, was ja nicht passiert ist. Ich hab's ja gesehen. Irgendwas ist komisch. So, und hier meint einer, und da denke ich mir, okay, der könnte recht haben. Das Spiel läuft auf einer alten Engine, also werden die Anti-Cheat-Maßnahmen wohl eher nicht so hervorragend sein. Damit will er wahrscheinlich sagen, kleiner Entwickler, alte Engine, er ist leichter zu hacken, beziehungsweise irgendwelche Skripte oder dergleichen zu benutzen. Ich kann es ja nicht genau sagen, weil ich spiele das Spiel noch nicht so lange oder noch nicht lange genug, als dass ich sagen könnte, okay, das müsste so und so aussehen. Natürlich kommen die Sachen vor, wo ich mir denke, gerade mit diesem scheiß Walker, dann denke ich mir, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und wenn die Typen dann noch so angeben wie, ich bin der Beste, was ich gekillt habe, und dann denke ich mir auch manchmal, kenne ich tatsächlich oft von den Leuten, die ja später ertappt wurden beim Schummeln, ne? So, und da meinte ja auch jemand, es gibt keine Möglichkeit, Cheater zu melden. Also du kannst einfach niemanden richtig melden. Kann gut möglich sein. Ich habe das noch nie probiert, aber es kann gut möglich sein, dass tatsächlich niemand melden kann. Das heißt, die Cheater sind natürlich einfach weiter unterwegs. Einer schreibt hier, fun to play, but a lot of hack complaints. Also viele Beschwerden, oder er könnte sich viel darüber beschweren, dass viel gehackt wird und so, ne? Obwohl es eigentlich Spaß macht. Und einer schreibt hier noch was wegen Infinite Ammo, also endloser Munition. Kann sein, ich weiß nicht. Das müsste ich mal länger in einem Kampf mit jemandem sein, das passiert mir aber eigentlich nie, weil die. Gerade dieser Walker, ich komme immer noch nicht drauf klar. Gerade dieser Walker hat ja so viel weggeknallt und so. Ich kann gar nicht. Und so schnell vor allen Dingen, dass ich gar nicht sagen könnte, kann er jetzt wirklich, sagen wir mal, 10 Sekunden am Stück schießen? Ja, dann würde mich das natürlich auch wundern. Weil ich schieße ja ungefähr 3 Sekunden und dann überhitzt mein Geschütz. Ja, dann ist einfach Feierabend. Dann muss ich kurz warten, bis das wieder abgekühlt ist. Von daher, einer meint hier, die öffentlichen Lobbys vermeiden und offline spielen oder mit Freunden. Ja, das ist wahrscheinlich auch der beste Weg. Ich habe noch nie offline gespielt, das könnte ich mal ausprobieren. Dann müssen wir gucken, was es ist. Wahrscheinlich spiele ich da gegen Bots oder mache dann so eher so ein PvE-Ding. Aber ich würde es mal ausprobieren. Einer meint, hat zwar positiv bewertet, meint, ja, für kurzzeitig ist das Spaß. Ja. Einer schreibt hier, was zur Hölle? Keine Lernkurve. Einfach einloggen und gleich weggesprengt werden. Scheiß drauf. Ja. Ja, aber okay, ja, Balance gibt es ja auch wirklich nicht. Man wird halt mit allen möglichen Leuten zusammengeschmissen. Also es einfach nur, es geht um Fahrzeuge und nicht um wer hat welchen Skill und wer hat welches Level. Sondern ich habe es ja teilweise auch, ich bin ja immer noch eins, glaube ich. Obwohl ich schon viele, viele Runden gespielt habe. Also man würde wahrscheinlich grinden wie ein Geisteskranker. Ja, und ich habe das Gefühl, ich spiele schon gegen, weiß nicht, Stufe 25 Spieler oder höher. Ja, obwohl ich halt selber erst eins bin oder da habe ich schon zwei. Ich weiß es nicht.
Ja, und das ist natürlich echt ein bisschen frustrierend, vor allem die Runde, die ich gemacht habe. Ja, ich habe es auch gut durchgehalten, wir haben teilweise gewonnen, aber zu welchem Preis? Ich habe ja so viele Fahrzeuge, wurden mir weggeknallt, ist einfach nicht mehr lustig gewesen, also wirklich anstrengend. Und da hat man dann natürlich auch nicht so Bock drauf. Und er schreibt hier Insane Balancing Issues, ja. Das heißt, Unclipping, ja. Also wirklich geisteskranke Probleme mit der Balance und vor allem mit Clipping. Also ich weiß nicht, obwohl ich habe das auch schon gehabt. Da fuhr ich so, da wollte ich einen Hügel hochfahren und ich fuhr eigentlich einen halben Meter über dem Hügel, also ich schwebte sozusagen. Und ja, okay. Ich sag mal so, das sind alles Sachen, ey, die hast du auch selbst im WoW heutzutage noch und so. Und das Spiel, was schon seit fast 20 Jahren auf dem Markt ist, ja, seit 18 Jahren auf dem Markt ist und auch von einer milliardenschweren, von milliardenschweren Konzern rausgeholt wird. Das sind halt so, je größer so ein Spiel wird, desto mehr Probleme tauchen natürlich auf oder desto weniger Probleme werden noch gesehen, ne? Da müssen natürlich auch Leute das irgendwie melden können. Allerdings denke ich, bei so einem kleinen Spiel mit nur 5 Karten oder 4 Karten sogar nur, könnte man das natürlich schon noch rausfinden und müssen natürlich auch, ich weiß nicht, ich bin kein Entwickler, ich könnte mal Entwicklern vorschreiben, was sie zu machen haben, aber ja, das sollte natürlich entfernt werden, ne? Okay, der eine meint, erinnert ihn an Unreal Tournament 2004. Ja, Problem ist jedenfalls, dass ich auch das Gefühl habe, dass die einige so ein bisschen schummeln. Ich kann es nicht nachweisen. Vielleicht bin ich einfach unheimlich schlecht geworden, was ich aber nicht glaube. Das kann ja nicht sein, dass innerhalb von einer Woche, in der ich davor zuletzt gespielt hatte, ich so dermaßen abgefallen bin, dass ich in die nicht mal mehr irgendwie 2 Kills zurechtkriege in einer Runde oder so. Ja, ist jetzt nicht so, dass es nicht passiert, aber das sind dann auch einfach zufällige Sachen. Natürlich, ich spiele ja so wie vorher. Na, und jetzt könnte man sagen, ja, haben sie was verändert, muss ich anpassen. Aber innerhalb von jetzt auf gleich ist das halt einfach, man hat ja noch einen anderen, ach scheiße, Mann. Mentale Einstellung, ja. Man hat noch eine andere Spielweise, ja. Im Englischen würde man sagen, Mindset, das ist natürlich ein kurzes Wort, aber ich weiß nicht, es ist wirklich heftig geworden. Es ist wirklich, wirklich krass geworden. Ich weiß nicht, ob das noch unterhaltsam ist. Vielleicht war es auch nur so der erste Schock. Deswegen schmeiße ich das Spiel nicht weg und mache es halt so richtig schlecht. Ich würde es einfach nochmal ausprobieren. Aber im Moment denke ich, dass der Patch einiges kaputt gemacht hat. Ja. Zumal mir ist auch aufgefallen, die haben Sachen so verändert. Ich finde zum Beispiel, ich habe früher so einen kleinen, ich nenne ihn mal Buggy, so einen kleinen Buggy gefahren. Mit einem MG-Geschütz drauf, weil er relativ schnell geschossen hat. Und habe damit meistens die fliegenden Einheiten abgeschossen. Diese Version so gibt es gar nicht mehr, weil ich schon alle durchgegangen bin. Die ist so nicht mehr da. Ja. Die haben sie also auch verändert. Ich denke mir, wieso verändert ihr die? Das heißt, so wie das Ding war, wie es eigentlich gut war, ist jetzt nicht mehr gut. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zieht euch mal den Rest rein, ich lasse das ein bisschen schneller laufen. Schon wieder sehr scheiß Walker, wenn ich den schon wieder sehe. Ich lasse das ein bisschen schneller laufen, damit das Video nicht so extrem lang wird, wenn nämlich auch eine halbe Stunde sonst. Und sag schon mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Für die, die ja spielen, knapp eure Erfahrungen in das Spiel hier, in die Kommentare. Haut mal eure Erfahrungen in die Kommentare, falls das überhaupt irgendwer spielt hier, würde mich mal interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bitte lasst ruhig mal ein Abo für die, die noch nicht abonniert haben und aktiviert die Glocke und ich weiß nicht, spendet eure alten Socken an irgendwelche Sozialkaufhäuser. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann.
You have to.